Hier jetzt Teil 3 aus dem Schlusskapitel von dem Buch Die Narzissmuslüge. Warum schweigen die Lämmer? Breuers Therapiemodell hatte keine Chance, sich durchzusetzen. Denn seit der Antike liegt die eigentliche Macht stets in den Händen weniger Menschen. Sie streben danach, diese Macht aufrechtzuerhalten. Hierbei ist ständig Gewalt in irgendeiner Form im Spiel. Es liegt also im Interesse der Mächtigen, dass Gewalt nicht geächtet wird, dass der Hungertod von Millionen von Menschen, deren unwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen, die Ausbeutung und Zerstörung von Natur und Umwelt in riesigem Ausmaß, völkerrechtswidrig geführte Kriege und inszenierter Terror von der großen Masse der Menschheit klaglos hingenommen werden. Rainer Mausfeld zeigt auf, dass seit über 100 Jahren zahlreiche sozialwissenschaftliche Expertinnen im Dienst der Mächtigen stehen und wirksame Mechanismen der Massenmanipulation betreiben. Über die Medien wird die Menschheit systematisch verwirrt, desinformiert, ideologisch geprägt, eingeschüchtert und gelenkt. Als Kernideologie, die das brutale Weltgeschehen gegen Kritik und Widerstand absichert, identifiziert Mausfeld den sogenannten Neoliberalismus. Dieser fordert, dass sich staatliche Instanzen möglichst aller Regulationen enthalten. Mit der Botschaft, dass die Menschen frei sein sollten, wird staatliche Einmischung beispielsweise in Bezug auf wirtschaftliches Handeln radikal abgelehnt. Wir alle hätten auf diese Weise dieselben Möglichkeiten. Eigenverantwortung. Auf dieser ideologischen Grundlage lässt sich behaupten, dass diejenigen, die in unvorteilhaften Lebenssituationen stecken, nicht genug dafür getan haben, ihrer Situation zu entkommen. Sie sind selbst schuld. In diesen ideologischen Rahmen passt vorzüglich, dass psychologische Theorien, wie gezeigt, bereits seit über 100 Jahren propagieren, dass wir Menschen die Weichen für unser Glück selbst stellen, und zwar im Säuglings- und Kleinkindalter. Gerade in dieser Zeit müssten wir auf das Gelingen unserer persönlichen Entwicklung achten. Als Erwachsene hätten wir die Konsequenzen unseres frühen Versagens zu tragen. Ausgeblendet wird dabei, wie unmittelbar Belastungen aus frühen und aktuellen Lebensbedingungen mehr oder weniger massiv unsere Entfaltungsmöglichkeiten bestimmen können. Der Neoliberalismus leugnet jedoch geradezu, dass es krankmachende Lebensbedingungen gibt. Damit wird jeglicher Anspruch in Abrede gestellt, von der Gesellschaft vor ungünstigen Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen geschützt zu werden. Benefit für die Mächtigen der Welt. Ein solches Konzept erleichtert den Mächtigen dieser Welt das Herrschen enorm. All die Opfer ihrer Unterdrückung, Ausgrenzung oder Ausbeutung werden geradezu zwangsläufig mehr oder weniger an psychischen und psychosomatischen Symptomen leiden. Mit dem Segen der psychotherapeutischen Wissenschaft werden die Betroffenen jedoch mit einem Selbstschuld auf sich zurückgeworfen. In entsprechenden Therapien wird sehr rasch und so gut wie ausschließlich nach dem eigenen Anteil gefragt. Diejenigen, die an den Folgen von Schicksal und Gewalt leiden, jedoch die Verantwortung für die eigene Situation selbst aufgebürdet bekommen, müssen nun erst recht krank werden. Sie werden sich noch ohnmächtiger, noch hilfloser, noch unverstandener fühlen. Selbstverständlich gibt es auch eine Eigenverantwortung, die ein Mensch zu übernehmen hat. Hier habe ich jedoch mit konkreten Beispielen eine Art von Opferbeschuldigung kritisiert, wie sie in sogenannten Therapien immer wieder vorkommt und auch theoretisch entsprechend propagiert wird. Sie verkörpert für mich den Neoliberalismus der Psychosomatik. Damit sich, im Gegenteil, Machtpolitik ungeniert und hemmungslos entfalten könne, werde, so Mausfeld, eine moralische Apathie mittels kollektiver Hypnose kultiviert. Zitat: Das wichtigste Medium für eine solche kollektive Hypnose ist die Sprache. Wer die Sprache beherrscht, also die Begrifflichkeiten und Kategorien, in denen wir über gesellschaftlich-politische und, so würde ich ergänzen, psychische Phänomene sprechen, hat wenig Mühe, auch uns zu beherrschen. Mit Hilfe der Sprache hält man das Denken in Schach.
Der letzte Satz ist dabei ein Zitat aus der Rede Harold Pinters anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises im Jahr 2005. Edward Bernays, ein Papst der Manipulation. In Mausfelds Analyse taucht wiederholt der Freud-Neffe Edward Bernays auf. Dieser übertüncht 1928 das unschöne Wort Propaganda mit Public Relations, abgekürzt PR. In den einleitenden Sätzen seiner Abhandlung heißt es: Die bewusste und intelligente Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die eigentlichen Regierungen in unserem Land. Das sagt Bernays über die USA, die vielen als das Mutterland der Demokratie gilt. Und Mausfeld fügt hinzu: Wir müssen uns klar machen, dass die von Bernays beschriebene Situation nicht ein Ziel war, sondern bereits der Ist-Zustand der damaligen Zeit. Diese Situation hat sich seitdem noch beträchtlich verschärft. Bernays war darauf spezialisiert, für die Interessen der Mächtigen der Welt die öffentliche Meinung zu manipulieren. So initiierte er eine erfolgreiche Kampagne, um Frauen das Rauchen schmackhaft zu machen und steigerte damit drastisch den Umsatz der Tabakindustrie. Er half maßgeblich mit, das US-amerikanische Volk für den Eintritt in den Ersten Weltkrieg zu gewinnen. Und er stand als Berater zur Verfügung, als 1954 von Seiten der USA die demokratisch gewählte Regierung von Guatemala gestürzt wurde. Pervertierung von Breuers Psychanalyse. Bernays und sein Onkel Sigmund Freud sind gewissermaßen in derselben Mission unterwegs. Auch Freud und sein Kreis arbeiten an der Manipulation und Konfusion der Menschheit. Freuds großer Einsatz beginnt, als er dem warmherzigen und klugen Breuer Stück für Stück sein revolutionäres Therapiemodell, die Psychanalyse, entwindet und daraus seine neoliberale, opferbeschuldigende Psychoanalyse schöpft. Wie es genau hierzu kommt, habe ich 2005 im Detail beschrieben. Seine Opfertäterumkehr exerziert Freud 1897 zunächst anhand eines anderen griechischen Mythos durch, anhand des Dramas von König Ödipus. Auch hier stellt Freud den Inhalt einer grandiosen Erzählung, die in wichtigen Aspekten ihre Dynamik bis heute meist unverstanden ist, unbekümmert auf den Kopf. Wie dann wenige Jahre später auch bei der Erzählung von Narziss. Den harmlos klingenden Begriff Narzissmus haben sich die Psychoanalytiker der ersten Stunde schon früh gänzlich einverleibt. Damit lässt sich, wie die Fallbeispiele zeigen, kinderleicht den Opfern von Gewalt die Verantwortung für ihre Probleme zuschieben. Das gilt beispielsweise für den aus dem KZ befreiten 8- oder 12-Jährigen, dessen ganze Familie vor seinen Augen ermordet worden war. Sein späteres Aggressionsproblem wird zum Ergebnis seiner primär narzisstischen Säuglingsgier erklärt. Das gilt auch für die Patientin mit der Erfahrung sexualisierter Gewalt in der Kindheit, die sich das Leben nahm, nachdem ihr verheirateter Therapeut sie nach einer kurzen Affäre abrupt fallen gelassen hatte. Ihr Suizid wird als Resultat ihres destruktiven Narzissmus ausgegeben. Glaubensbekenntnisse. Den Mächtigen dieser Welt ist an der Kultivierung der neoliberalen Ideologie sehr gelegen. Von Zeit zu Zeit wird sie über inszenierte Rituale aufgefrischt. Bei Fortbildungen kommt die gläubige Gefolgschaft zusammen, beispielsweise in der Inselhalle von Lindau, um auf das neoliberale Glaubensbekenntnis erneut eingeschworen zu werden. Otto Kernberg, der hohe Priester der Psychoanalyse, verkündigt der andächtigen Menge die gerade zitierten Fallanalysen. Und er fragt: Ist da Trauma überhaupt noch ein hilfreiches Konzept? Seine rhetorische Frage beantwortet er selbst mit: Nein, das ist es absolut nicht. Und ein manipuliertes, verblödetes Massenpublikum von Fachleuten bestätigt dies mit begeistertem Klatschen. Mit Sicherheit haben die meisten Anwesenden nicht einmal bemerkt, welch eine akribische Suggestion da am Werk war. Klammheimlich wurden sie zu willfährigen Dienerinnen einer Ideologie der Mächtigen abgerichtet. Das vermittelte Credo tragen sie weiter in die Welt hinaus.
Entsprechende Betrachtungen zum Narzissmus gelangen nun zwangsläufig in die Medien. Die herrschaftsfreundlichen Überzeugungen, die darin fest eingebaut sind, werden zum Bestandteil alltäglicher Berieselung. Und so entsteht rasch eine immer größere Gemeinschaft von Gläubigen, die die quasi religiösen Unterweisungen verinnerlicht haben. Laienpriesterinnen, ob in Facebook-Gruppen oder auf YouTube-Kanälen, ereifern sich, die versteckten manipulativen Botschaften noch weiter in die Welt zu tragen. Auffällig ist, wie der alte Mythos in den letzten Jahren nun in Fachliteratur und praktischen Ratgebern unbeschwert im Sinne der neuen Ideologie entstellt wird. Die übelsten Gestalten der Weltgeschichte, Hitler, Stalin, Pol Pot, werden ganz selbstverständlich als Narzissten diagnostiziert. Gleichzeitig wird uns suggeriert, dass wir alle irgendwie narzisstisch seien. Und dabei wird natürlich in keiner Weise konkret begründet, was genau Hitler, Stalin und wir alle mit diesem 16-jährigen Narziss aus dem Mythos gemeinsam haben sollten, der verzweifelt sein Spiegelbild im Wasser festzuhalten versucht. Am Ende wird dabei das Krankhafte normalisiert und das Normale zu etwas Krankhaftem gestempelt, was geradezu zwangsläufig und im wahrsten Sinne des Wortes zu der von Mausfeld beklagten moralischen Gleichgültigkeit führt. Die Einhelligkeit, mit der die gänzlich widersinnigen Fehldeutungen dieses berührenden, emanzipatorischen Mythos von internationalen Autorinnen produziert und auf den Markt geworfen werden, lässt daran zweifeln, dass dies ganz zufällig geschehen sollte. Verschwörungspraxis. Bereits 10 Jahre nach Entstehen der psychoanalytischen Bewegung wurden geheime Absprachen getroffen, die in die Rubrik Verschwörungspraxis gehören. Freud selbst, seit 1897 Mitglied in der Freimaurerloge Maibris und von daher mit verdeckt agierenden Verbindungen vertraut, hatte 1912 die Einrichtung eines geheimen Komitees befürwortet. Es bestand aus wenigen führenden Köpfen, denen Freud jeweils eine antike Gemme schenkte, die jeder für sich in einen goldenen Ring fassen ließ. Dieser geheime Kreis der Ringträger hatte die Aufgabe, aus dem Verborgenen heraus Freuds Lehren gegen jegliche Kritik zu verteidigen, auch über seinen Tod hinaus. Es ist wohl nicht völlig abwegig, davon auszugehen, dass sich bis heute solche Strukturen erhalten und vermutlich weiterentwickelt haben. Und so werden ein paar Erlesene nach wie vor ihrer geheimen Agenda folgen und dem Freud-Volk wie der Öffentlichkeit mit allen Mitteln der Kunst die alten Thesen einzutrichtern versuchen. Nil Nocere versus Contergan. In der Medizin gilt das Prinzip Nil Nocere. Man soll nichts tun, was dem behandelten Menschen schaden könnte. Das sollte eigentlich auch für die Kaste der Psychotherapeutinnen gelten. Jedoch, so Mausfeld, die Psychologie hat in den vergangenen Jahrzehnten eine Fülle neuer und vertiefter Einsichten in Gesetzmäßigkeiten der Funktionsweise unseres Geistes gewonnen. Viele dieser Einsichten lassen sich für eine Verfeinerung von Techniken der Propaganda und Täuschung als sogenannte Softpower-Techniken der Machtausübung nutzbar machen. Es sei wenig überraschend, dass sich genügend Psychologen finden, die sich bereitwillig in den Dienst eines solchen Unterfangens stellen, was ihnen natürlich die Wertschätzung relevanter Kreise einträgt. Nur ein Beispiel: Die American Psychological Association, APA, die weltweit größte Standesorganisation von Psychologen, organisierte 2003 zusammen mit der CIA einen Science of Deception Workshop, also Wissenschaft der Täuschung. Ziel dieses Workshops war es, neueste psychologische Befunde zu diskutieren und für die Praxis aufzubereiten, auf deren Basis man zum Zweck der nationalen Sicherheit die Bevölkerung am besten täuschen könne. Mitglieder der APA waren auch an der Entwicklung und Durchführung der im Gefangenenlager Guantanamo praktizierten Foltertechniken beteiligt. Und die APA bemühte sich öffentlich um eine Rechtfertigung dieser Techniken. Zitat Ende von Rainer Mausfeld.
Wenn die Opfer von teils brutalster Gewalt auf Grundlage des Konzepts Narzissmus zu Täterinnen erklärt werden, dann liegt der Vergleich mit dem Contergan-Skandal nahe, der 1961 ans Licht kam. Das Hantieren mit dem Begriff Narzissmus führt, wie gezeigt, zu eindeutigen Fehlbehandlungen und damit verbundenen psychischen und psychosomatischen Schädigungen. Und trotzdem wird seit über 100 Jahren nichts dafür getan, dieses Konstrukt, das angeblich der Therapie dienen soll, vom Markt zu nehmen.